Morgen! Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich grüße euch von Herzen. Das Rotkehlchen singt auch. Freunde, könnt ihr mich sehen und verstehen? Verstehen und sehen, das meldet mir doch gerne einmal rück. Dann erzähle ich euch mal hier, was hier gerade alles Sache ist. Bild und Ton in Ordnung. Andi, wir verstehen uns. Klasse. Vor allem, wenn du mir die Nachricht gibst, möchte ich dir an dieser Stelle sagen, dass Bild und Ton in Ordnung sind, scheint natürlich die Sonne. Ich möchte euch von Herzen ganz, ganz herzlich begrüßen, ja, zu diesem, ich möchte sagen, Sonnen-Livestream, ja. Ich fasse es überhaupt nicht. Ich weiß noch gestern. Hi, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. 28 Leute schon. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich erinnere mich, gestern Moin, Mr. Death, grüß Sie. Gestern habe ich noch gesagt, oh, ob der Livestream wirklich draußen stattfinden kann, wegen Wetter und so. Ja, und jetzt sitze ich hier. Und ich sitze tatsächlich. Ich habe mir nämlich was überlegt. Sitze ich tatsächlich im strahlenden Sonnenschein. Es ist so wunderschön. Hi, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Oh, ich freue mich. Ich fliege innerlich. Es weht ein bisschen Wind. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ah, da kommen schon die ersten Fragen. Bist du im Tal des Friedens? Genau. Ja, um diese Frage mal gleich am Anfang hier zu beantworten. Ja, genau. Ganz genau. Aus folgendem Grund, aus dem Grund, dass es eventuell von jetzt auf gleich, weil das war heute hier Raum Bielefeld komplett so, ja, von jetzt auf gleich Wolkenbruch, Sturmgebruch und Platzregen, ja. Und hier, jetzt möchte ich euch hier mal einmal kurz einen Einblick gewähren, ja, ich sitze hier quasi gerade an meiner Waldhütte. In der Sonne, es kann nicht schöner sein. Hier, wunderbar, sitze ich mit einer Cola in der Hand in der Sonne. Ja, hier, Tobias. Moin, Tobias und Claudia, schön, dass ihr da seid. Sonne, Regen und Sonne mit Regen im Lemgo. Ja, ganz ehrlich. Ich war heute, Ferienspiele im Moment, ne, in der Wildnis- und Naturpädagogik mit Kindern. Wir waren heute draußen und ihr könnt es nicht vorstellen, wir haben eine Schnitzeljagd gemacht und dann fing das an zu regnen. Ey, und zu winden, ne? Die Kinder komplett klitschenass. Ich auch klitschenass. Ich hatte einen Regenponcho an, nützte nichts. Der Regen kam gefühlt von unten. War aber ein wahnsinniges Abenteuer. Wir kamen zurück an den Platz. Das Feuer brannte, haben andere schon vorbereitet und dann haben wir uns wieder aufgewärmt. Genau. Ja, Freunde, 37 Leute schon. Es ist einfach unglaublich. Ich strahle wirklich. Claudia ist da. Ich schaue jetzt einfach mal gerade hier. Der Joachim grüßt dich. Joachim, schön, dass du da bist. Barbara und Maren sind am Start. Sehr schön. Dennis, cool. Ja, in Wuppertal auch, Aprilwetter. Ton ist gut, das freut uns natürlich sehr. Ich möchte, Avi Bricolela, hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Tobias, dich hatten wir schon, Andi, Christian Müller aus Ameland. Hallo mein Freund, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Sehr, 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 sehr schön. Ja, der April macht, was er will. Und Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieses, was wir jetzt hier heute Abend veranstalten, ja, die erste offizielle Live-Exkursion von Weigels Wilde Welt, Exkursion möchte ich mal in diesem Kontext jetzt in Anführungszeichen setzen, denn wir sind ja quasi in meinem zweiten Zuhause gerade. Moin Wolfgang, grüß dich. Hallo Nada Shakti, schön, dass ihr da seid. Moin Rainer. Genau, zweites Zuhause, aber ihr hört es schon im Hintergrund, wenn ich nicht so viel reden würde. Viele Vögel, wir werden uns heute hier im Tal des Friedens ganz gewaltig umgucken.
Und zwar in der Natur. Das Tal des Friedens, meine Waldhütte, was heißt meine Waldhütte, mit meinem Papa zusammen. Schöne Grüße an meine Eltern, falls ihr gerade zuguckt und Fisch esst, habe ich eben noch erfahren. Guten Appetit. Genau, von Opa quasi übernommen. Mein Opa, 92 Jahre alt, lebt aber noch, hat uns das aber überlassen und da bin ich jetzt gerade. Ich freue mich mega, dass ihr da seid, 43 Leute, es ist richtig schön. Grundsätzlich schon mal, wenn euch hier dieser Sonnenschein in meinem Gesicht, ja, gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr freuen. Es gibt sowieso heute, ich bin auch ganz aufgeregt ein bisschen. Es gibt sowieso viel zu feiern, denn Weigels wilde Welt, hallo Silvia, grüß dich. Dennis, Vortrag zum Thema Heuschreckengemeinschaften, coole Sache, wünsche dir schon mal viel Spaß. Weigels wilde Welt hat heute, haltet euch fest, die 2500 Abonnenten geknackt. Das ist einfach Wahnsinn. Wir sind jetzt da. Heute Morgen waren wir noch nicht da. Jetzt sind wir tatsächlich über 2500 Menschen, die gemeinsam rausgehen. Ich nehme euch ja nur mit. Ich mache ja nicht viel. Ich habe nur ein Handy mit und erzähle ein bisschen was. Vielen, vielen Dank. Freut mich total. Ich bin auch schon ein bisschen länger hier unten im Tal des Friedens. Habe eben noch einen Short gedreht, ein Dankes-Short, das wird heute Abend, nach diesem Livestream wird das kurz noch geschnitten. Und genau, dann wird das hochgeladen. Regina Weigel, so ist es, guten Appetit. Dankeschön für die Glückwünsche. Mega. Ich möchte sagen, mir passt das heute in vielerlei Hinsicht hier unten im Tal des Friedens richtig, richtig gut. Wenn es anfängt zu regnen, wir gehen in die Hütte, machen uns da einen Ofen an, überhaupt gar kein Problem. Hatte auch einen langen Tag, muss jetzt nicht unbedingt noch 10 Kilometer wandern heute. Aber wir machen uns das ganz kommod. Genau. Was wollte ich noch sagen zum Ablauf? Ah ja, das ist vielleicht jetzt gar nicht so schlecht für euch zu wissen. Wir müssen ja mal so sagen, wie es ist. Ich meine, ihr seid alles total liebe Menschen, aber wir befinden uns ja in World Wide Web und auf der Welt gibt es leider auch Menschen, die ja unglücklich mit sich selber sind und deswegen Böses im Schilde führen. Ich werde bei diesem Livestream versuchen, konkrete Landschaftsmarken, sage ich mal, die darauf schließen können, wo sich das hier überhaupt befindet, das Teil des Friedens, werde ich versuchen zu vermeiden. Ich glaube eigentlich wirklich an das Gute im Menschen, möchte euch aber bitten, wenn jetzt im Laufe des Chats, also einige sind vielleicht unter euch, die tatsächlich wissen, wo das hier ist, das Tal des Friedens, möchte euch bitten, wenn die Frage im Chat gestellt wird und ich die überlese, dass ihr darauf bitte keine Antwort gebt. Also ich möchte einzelne Leute von euch, ne, würde ich super gerne hier unten einladen. Es geht nur darum, dass ich jetzt hier nicht, ich weiß gerade nicht, wer zuhört, möchte ich jetzt nicht die Koordinaten von diesem Platz durchgeben. Das ist mir zu heikel, das ist mir zu gefährlich. Dafür ist das ein Ort, der, ja, das Tal des Friedens, den ich für mich behalten möchte. Oder nur gezielt Leute hier runterlassen möchte. Genau. Kann ja sein, dass irgendwie Leute zuschauen unter euch, die wissen, wo das hier genau ist. Bitte keine Koordinaten weitergeben. Jetzt haben wir ganz viel erzählt, Freunde. Die Sonne scheint immer noch. 49 Leute. Hallo Andreas. Oh, wie schön, dass du auch da bist, Nada Shakti. Nada Shakti, wir sehen uns in Ostdeutschland. Es wird großartig. So, jetzt haben wir genug hier quasi geredet. Genug geredet. Und jetzt möchte ich euch das hier gerade einmal zeigen. Wir machen das jetzt folgende Situation. Ich befinde mich hier gerade im absoluten Sonnenschein. Moin Ole, grüß dich. Im absoluten Sonnenschein, von dem ich heute Morgen ehrlich gesagt noch nichts so wirklich gedacht hätte, dass der da ist. Ich möchte euch jetzt erstmal quasi hier den Platz zeigen, wo wir sind. Ich belichte einmal gerade anders. Na. Warte. So.
das ist die Waldhütte. Ich kann euch auch mal gerade umdrehen. Ich drehe euch mal um. So, jetzt kommen wir weiter. Ganz herzliche Einladung an dieser Stelle. Schreibt gerne fleißig in die Kommentare. Ja, fühlt euch frei. Wir können sehr, sehr viel voneinander lernen. Hier ist übrigens mein Plätzchen, wo ich gerade saß. Ne, auf diesem wunderschönen Stuhl mit meinem... Hier dieser Hara, ne? Dieser Hara ist noch auf dem Tisch zu finden. Man muss es sagen. Cola trinke ich hin und wieder ganz gerne. Bestimmungsbuch, falls ich euch irgendwas zeigen möchte. Genau. Das ist die Waldhütte. Ja, das Tal des Friedens. Schon viel ist hier passiert. Als ich noch jung und wild war, möchte ich euch sagen, dass hier, sag ich mal, die Partys meines Lebens gestartet sind. Mit Lagerfeuer, ne? Also hier, ihr seht das auch hier. Hier ist meine Feuerschale, der Schwenkgrill. Hier kann man es echt aushalten. Und ich bin echt froh, dass ich diesen Platz habe, beziehungsweise mein Vater und ich, oder eigentlich letzten Endes die ganze Verwandtschaft, sag ich mal, ist froh, dass wir hier sind. Oder dass wir das haben dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Hier ist meine Ganzjahresfutterstelle. Man kann Vögel ganzjährig füttern. Da ist gerade ein Kleiber. Schaut mal. Seht ihr? Also es ist jetzt mega, mega unscharf, ne? Weil ich da natürlich gerade reingezoomt habe mit dem Handy. Aber ich glaube, man kann ihn erkennen. Mein Vater freut sich wahrscheinlich auch gerade, denn wir kennen hier echt die Kleiber, sage ich mal, alle mit Namen. Genau, den Kleiber. Ja, sehr, sehr schön. Zipzap. Sehr, sehr schön. Freunde, jetzt wird es gerade düster hier. Ich möchte euch sagen, ich bin schon ein bisschen hier und ich habe, wie gesagt, eben schon ein Short gedreht. Ein Dankeshort für 2500 Abonnenten hier auf YouTube. Lade ich heute Abend hoch. Und in diesem Zusammenhang saß ich hier und da hat lauthals ein Waldbaumläufer gesungen. Ein Waldbaumläufer, kein Gartenbaumläufer, sondern ein Waldbaumläufer. Freut mich ungemein, denn das ist zwar nicht ein Erstnachweis für dieses Gebiet, aber es ist schon gut. Es ist schon gut. Normalerweise Gartenbaumläufer dominiert hier allemal, aber wir haben hier, ich drehe euch einmal um, wo ein bisschen tatsächlich Strukturen, die auch für den Waldbaumläufer anscheinend schön sind. <lacht> 43 Leute, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem Tal des Friedens, der Waldhütte. Sind auch schon einige Folgen entstanden, falls ihr jetzt erst dazugeschaltet habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich total freuen. Wir schauen uns heute hier Botanik, Buchwink, Vögel und andere Sachen an. Und genau. Vielleicht habt ihr, ich erzähle einfach mal ein bisschen, ne? Schreibt gerne in die Kommentare. Wir gehen gleich wirklich noch auf Entdeckungstour. Ich möchte euch einmal zeigen, ihr habt es vielleicht gesehen auf meinem Kanal. Hier ist eine Birke, ja, die hat sich bei einem der Winterstürme, die sich verabschiedet, ja, und fiel tatsächlich, hier ist eine Hainbuche, die wurde auch noch mitgerissen, fiel tatsächlich ganz knapp hier vor der Hütte entlang. Das war eine knappe Geschichte, aber mit vereinten Kräften, Freund und Helfer haben wir den Baum wieder entfernt. Und das Coole ist, und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, ich drehe euch einmal um, wir gehen über die Brücke. Da das stoppt, ja, der Blaumeise noch. Übrigens, der Pepe Weigelsteig ist mein Opa. Ja, das ist ein Wanderweg, den werden wir natürlich auch gleich gehen. Benannt nach meinem Opa. Hier gibt es ganz, ganz viele Pflanzen. Die werden wir uns alle im Laufe des Abends noch angucken. Nicht alle, aber viele davon. Wir gehen gemeinsam über die Brücke. Über den schönsten Bach der Welt.
Nein, die Wasseramsel kommt hier nicht vor. Moin, Bova. Grüß dich. Und das Coole ist, Freunde, wir haben... Oh. Vielleicht wisst ihr das. Oh. Habt ihr gehört? Warte mal. Das ganz hohe... Habt ihr es gehört? Schreibt's mal rein, was das war. Schreibt's gerne mal rein. Ich warte gerade auf eure Antworten, falls ihr es gehört habt. Goldhähnchen? Ja? Sommergoldhähnchen. 100 Punkte. Genau, das Plätschern ist relativ laut, aber es hat gerade über mir ein Sommergoldhähnchen gesungen. Ganz, ganz, ganz toll. Wir haben hier in den Fichten, hier, Fichten, haben wir, ja genau, Buchfink war auch da, haben wir Wintergoldhähnchen am Brüten. Mein Vater und ich haben neulich Wintergoldhähnchen gesehen, wie es hier, der Wind kommt auf, wie es hier Nistmaterial eingetragen hat. Aber hier hat jetzt gerade das Sommergoldhähnchen auch gesungen. Soll ich vorstellen, das Wintergoldhähnchen macht so... Genau, und dann... Und dir das... Ich habe gerade einen Kommentar gelesen. Witzig, komme ich gleich drauf zu, Jannis, auf jeden Fall. Und das Sommergoldhähnchen, das macht nicht sondern es bleibt auf einer Höhe. Großartig. Jetzt sind wir von Höchstgrün auf Stöcksgrün gekommen. Das ist wie in meinen Folgen meistens auch. Ich wollte euch eigentlich erzählen, dass hier in dem Wurzelteller, der jetzt quasi entstanden ist, ja, haben wir richtig, richtig, richtig coole Beobachtungen schon vom Zaunkönig gemacht, der tatsächlich aber in zwei verschiedene Löcher reingegangen ist. Hier vor dem Wurzelteller. Ganz, ganz toll. Der Zaunkönig ist dafür bekannt, dass er verschiedene Nester baut, sage ich mal, für sein Weibchen und sich das Weibchen dann ein Nest davon aussucht. Dafür ist das Männchen, so habe ich das mal gelesen, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, dann aber auch bei der Jungenaufzucht nicht beteiligt. Genau, und das war echt cool. Ich kann euch mal gerade zeigen, wir hatten auch mal... Wir hatten auch mal hier... Ich habe natürlich viele Nistkästen. Wir haben mal hier an der Hütte. Da... Schaut mal. Da hat auch mal der Zaunkönig gebrütet. Der hat sich dann überhaupt nicht gestört. Ne? Also wir saßen hier teilweise direkt und dann flog der immer an dieser Kette an und flog dann quasi hier in den Spalt rein. Also richtig, richtig cool. Hallo Johann, Johannes, grüß dich, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Erstmal vorneweg, bitte seid nicht böse, wenn ich nicht auf alle Kommentare eingehen kann. Schreibt gerne, es ist wieder ein bisschen anders. Ich bin jetzt draußen und es ist nicht nur, ich sitze vor dem Bildschirm und gucke darauf, sondern ich habe auch noch viele Eindrücke hier aus der Natur. Sonst schreibt es einfach doppelt rein. Ja? Eben hat ein Jannis geschrieben und da habe ich mich total gefreut. Ein Jannis, den ich kann mich jetzt nicht direkt an dich erinnern, aber letztes Jahr auf Helgoland, das ist auch in einer Folge drin, eine Klasse auf Klassenfahrt auf Helgoland, den ich dann ein bisschen was über die lange Anna erzählt habe. Ja? Und den habe ich allen Visitenkarten in der Hand gedrückt und der Jannis ist jetzt da. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Sehr schön. Hallo Johannes, richtig schön. Ich drehe euch mal wieder um und wir können mal eine kleine Begehung machen. Das sind hier quasi Teiche von uns.
Ja, Andrea, ich hab's nicht alles gleich auf dem Schirm. Mit den ganzen Kommentaren und mit den Vögeln, die singen und mit der Botanik. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn da nicht alles bei mir ankommt. Ich bin sowieso sehr empfindlich da manchmal. Ja, genau. Hier sind, wie gesagt, unsere Teiche. Die sind aber im Moment, sag ich mal, früher hatten wir hier Forellen drin. Das ist aber nicht mehr, das ist aus unterschiedlichen Gründen quasi nicht mehr möglich. Macht aber nichts, die entwickeln sich immer mehr zu Biotopteichen mit ein bisschen Weißfisch drin. Und vor allem hier unser vierter Teich. Ihr kennt das vielleicht teilweise schon, macht aber nichts. Ich nehme euch einfach nochmal mit. Habe ich auch schon mal eine Folge drüber gedreht. Der vierte Teich, ein Biotopteich. Da fliegt eine Ringeltaube. Wo Teichfrösche drin sind, wo hier die gelbe Schwertlilie zu finden ist, wo Wasserschwaden da hinten wächst, wo Seerosen hier zu finden sind. Also das ist echt ganz, ganz toll. Man sieht, wir befinden uns noch am Anfang der Vegetationszeit. Ja, Amphibien, hier steppt der Bär, hier gibt es auch Teichmolche und so. Hier ist alles voller. Schau mal hier. Da hinten ist die Waldhütte. Seht ihr? Genau. Und ich freue mich schon hier. Das ist die gelbe Schwertlilie. Und da freue ich mich schon auf mein Lieblingsinsekt. Ich drehe mich wieder um. Das ist der Schwertlilienrüssler. Kennt ihr den? Das ist der süßeste Wicht der gesamten Welt. Und ich freue mich jetzt mit meiner neuen Kamera, möchte ich auf jeden Fall eine Folge mal über den Schwertlilienrüssler drehen. Und das ist wirklich unglaublich, Freunde. Ich möchte euch sagen, wie es ist. Ich bin ja sehr leicht, sage ich mal, zu begeistern. Und mir fällt es leicht, sehr schnell und ja, einen Fokus irgendwo drauf zu legen. Und ich möchte euch sagen, dass dieser Teich... An diesem Teich kann ich wirklich Stunde um Stunde sitzen, wenn hier so richtig was los ist. Ne? Hier kommt nämlich zum Beispiel auch das zottige Weidenröschen, hier das Fenixkraut kommt hier hier an der Seite. Wir haben hier sowieso hier Schachtelhalme, das müsste der Sumpfschachtelhalm sein. Ich muss mich da mit der Bestimmung nochmal genau mit beschäftigen, das sieht man hier an diesen einzelnen Gliedern. Ich kann hier echt stundenlang sitzen. Mein Papa, wenn er gerade zuhört, kann das, glaube ich, bezeugen. Mein Papa sitzt dann da hinten, genießt quasi die Sonne und ich sitze hier mit meiner Kamera Stunde um Stunde an diesem Teich und filme. Ja, und beobachte. Ich gucke jetzt einmal in die Kommentare. Ja, viel Leben im Flachwasserbereich. Mega viel, also es wuselt richtig. Ja. Schwertlinienrüssler. Hm? Zurzeit findet man Rüsselkäfer auf den Blättern der Königskerze. Ah, Dennis, okay, du scheinst dich auszukennen, hochinteressant. Rüsselkäfer sind ja auch wirklich wahre Spezialisten. Spezialisten in der Biologie bezeichnet quasi Tiere, die ganz, ganz bestimmte Faktoren quasi brauchen, ganz, ganz bestimmte Lebensräume. Der Schwertlilienrüssler heißt nicht umsonst Schwertlilienrüssler. Der ist auf Schwertlilien angewiesen. Wenn es die nicht mehr gibt, gibt es vermutlich auch den Schwertlilienrüssler nicht mehr. Ja, die lieben Grüße an den Opa werden natürlich ausgerichtet. Hier brüten Kanadagänse. Dahinter ist noch ein Teich. Hier gibt es sowieso noch mehrere Gewässer in der Nähe. Oh, und Freunde, ne? Apropos.
mit Holgersson. Ja, moin. Ey, da ist aber Party jetzt, oder? Abflug. Warte. Oh. Leider nicht. Ich guck mal gerade in die Kommentare. Oh, danke schön für die Kanalmitgliedschaft. Ich freue mich. Ja, schau mal auf jeden Fall auf den Blüten von der gelben Schwertlilie. Das ist einfach nur ganz, ganz toll. Was ich euch eigentlich jetzt noch erzählen wollte, ey, wir sind 49 Leute mittlerweile. Herzlich willkommen hier im Tal des Friedens. Meine Waldhütte, vier Teiche, Wald, alles meins, unsers, von meinem lieben Opa quasi übernommen. Ich wollte sagen, hier ist ein Versuch einer Wildblumenwiese erfolgreich gescheitert. Zu schattig und zu feucht, aber ich habe gesagt, nützt nichts. Also ich meine, macht nichts, nichts verloren. Kaputt gemacht haben wir nichts. Durch Maat und Lichtstellung wird Artenvielfalt gefördert. Das ist auf jeden Fall so. Und ich freue mich hier schon wieder auf viele Sumpfkratzdisteln, die in diesem Bereich wachsen. Ich drehe euch wieder um. Hier haben wir auch Binsen. Und hier gehen wir jetzt gleich mal lang und schauen mal nach Amphibien. Guck mal, das sind hier Binsen, ne? Ganz klassisch. Ich meine, das ist die Knäuelbinse. Und hier sieht man halt überall, dass die Sumpfkratzdisteln kommen. Da freuen sich auf jeden Fall immer die Hummeln drüber. Und hier haben wir den stumpfblättrigen Ampfer. Ganz was Besonderes, kann man essen. Genau, da können wir gleich mal rüber gehen, weil da hatte ich neulich Teichfrosch und Grasfrosch, habe ich da tatsächlich entdeckt. Die hüpften hier so rum. Da habe ich dieses Vergleichsbild gemacht. Wir können ja mal zusammen gucken. Ich nehme euch mal mit. Ja, genau, der Stieglitz freut sich auf jeden Fall auch über die Disteln, definitiv. Der kommt hier dann gerne auch vor. Der landet dann auch gerne hier auf der Wildblumenwiese, beziehungsweise ich drehe euch mal um. Hier haben wir jetzt wir haben hier sehr, sehr viele Sumpfvertreter. Also das muss ich wirklich sagen, ich bin ja mit der Botanik, ne? Ich bin ja auch erst am Anfang. Was ich aber weiß, dass in diesem sumpfigen, feuchten Gebiet wirklich sehr viel Sumpfvertreter vorkommen. Es gibt die Sumpfkratzdistel, der Sumpfschachtelhalm, das Sumpfvergissmeinnicht, ja? Das Sumpflabkraut, also sehr, sehr viele Sumpfvertreter. Apropos, jetzt sind wir hier schon beim Thema Labkraut. Das müsste hier das gewöhnliche Labkraut sein. Kann man essen. Warte mal. Ui. Ui. Dunder. Das schmeckt aber intensiv. Wir haben heute mit den Kindern, Freunde, haben wir einen Salat gemacht aus Giersch, Schaboxkraut, Bärlauch und Gundermann. Richtig lecker. Und ein Kind hatte so ein Dressing mitgebracht und das haben wir dann gegessen. Kurzer Abschweifer. Wir haben hier. Ja, die Sumpfdotterblume gibt es hier nicht. Da ist es nicht feucht genug für. Hier haben wir einen Freund. Wisst ihr, was das ist? Ich meine es zu wissen. Ich bin mir ziemlich sicher. Schreibt es gerne mal rein. Wir gehen weiter. Ha!
Freunde. Schaut mal. Oh, wie schön. Hallo. Dann könnt ihr auch gleich reinschreiben, was das hier für ein Freund ist. Wie schön. Und ihr seid live dabei. Großartig. Genau. Wiesenbärenklau ist richtig. Bei dem Teichfrosch. Liebe Barbara, ich warte erstmal nochmal ab. Gibt's noch andere Vorschläge außer Teichfrosch? Ah, jetzt kommt Erdkröte ins Spiel, jetzt kommt Grasfrosch ins Spiel. Freunde, spannend. Bevor es zur Auflösung kommt, ja, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen. Wenn ich euch hier frage, was ist das, dann will ich euch nicht irgendwie abfragen oder so. Es soll euch im Prinzip ja, zum Nachdenken anregen und wir lernen voneinander, ja? So, und jetzt möchte ich euch mitteilen, mit froher Kunde, dass das ein Grasfrosch ist. Ich bin mir ziemlich sehr sicher. Googelt doch mal gerade bitte Grasfrosch. Da gibt's helle und dunkle von. Barbara macht Daumen nach oben, also ich bin mir ziemlich sehr sicher, also das ist dieses, guck mal hier, pass auf. Hinter dem Auge, dieses schwarze Feld, kann man das zeigen? Ja, das ist, warte mal, so im Vordergrund. Hier im Vordergrund habe ich jetzt einen Zeigestock. Hier, dieses schwarze hinterm Auge, diese Fläche hier, das ist ganz, ganz charakteristisch für Grasfrosch. Aber hier gibt es auch Teichfrösche. Dieses spitze Dreieck. Okay, Moorfrosch hat das auch, aber der ist hier raus. Der ist hier raus. Das ist, das, ja, genau. Aber spricht ja viel für Grasfrosch, ne? Ja. Sehr, sehr cool, Freunde. Ey, das ist ja jetzt richtig. Oh, es fängt an zu regnen. Hier haben wir auch normal, wenn wir hier ein bisschen normal in die Botanik gehen. Jetzt ist ja, muss ich gucken, der hüpft wohl weg, ne? Ja, ist ein dunkles Exemplar. Da wundere ich mich auch immer wieder. Das war jetzt hier gerade das Schabuckskraut. Da gibt's dunkle von und grüne von. Ich bin da aber auch. Was das angeht. Ey, hier. Die Kanadagänse, mega. Grasfrosch, ne? Ja, ja, genau. Bin mir auch ziemlich sicher. Vielen Dank, Nada Shakti, fürs Googeln. Irgendwas wollte ich jetzt noch? Ich wollte euch gerade irgendwas zeigen. Ich habe den Faden verloren. Hä? Naja, genau, Schabuckskraut haben wir noch gesehen. Und hier seht ihr das mal, ne? Ah, noch einer. Kleiner. Seht ihr erstmal, wie nass das hier ist, ne? Das ist eine Feuchtwiese. Hier wachsen die Binsen drauf. Das sind alles Zeiger dafür, wie nass das hier ist. Dass hier natürlich keine Wildblumenwiese im herkömmlichen Sinne wachsen kann, ja, ohne dass wir quasi diese gesamte Fläche komplett neu aufbereiten und erstmal alles hier drejanieren, damit hier. Also, das kannst du ja vergessen. Das machen wir auch nicht.
War aber ein Versuch wert. Aber durch den Schnitt, das ist ja das Interessante. Früher dachte ich immer, oh, Wiesen, wenn die gemäht werden, ne? Also natürlich können sie definitiv zur falschen Zeit gemäht werden, ja, aber Wiesenmähen fördert die Artenvielfalt. Das möchte ich euch sagen. Überall, auch im Pflanzenreich, gibt es dominante Arten. Dominante Arten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich gegenüber anderen Pflanzenarten durchsetzen. Warte ich jetzt einfach 10 Jahre, dann habe ich hier irgendwann eine Monokultur von einer großen Brennnessel. Das Tagfaunauge freut sich, ja. Ja? Aber der Rest hat da nichts mehr. Und wenn man zwischendurch mal runtermäht und eine Lichtstellung bietet, ja, dann haben auch andere Pflanzen die Chance, quasi hervorzukommen. Und es ist hier so ein bisschen tatsächlich was passiert. Und wir sind gespannt, was dies Jahr kommt. Boah, ey. Hier, warte mal. Die Kanadagänse. Ach, richtig cool. Boah, Leute, ich möchte euch mal ganz ehrlich sagen, mir macht das gerade so unglaublich viel Spaß mit euch hier draußen. Es fängt gerade ein bisschen an zu regnen, aber das Schöne ist, wenn es doller wird, wir können in die Hütte. Macht mir einfach unglaublich Spaß, endlich wieder draußen zu sein. Genau, und auch für besondere Arten natürlich toll. Ja. Ich mache euch mal wieder so. Hier haben wir das Labkraut, ne? Alle gleich aufgebaut. Es gibt das klettige Labkraut. Der Waldmeister zum Beispiel gehört auch zu den Labkräutern. Hier. Kann er da ganz. Sieht auch ähnlich aus. Alle diese Quirle, sag ich mal, ne? Diese Blätter, sag ich mal, ohne Stängel, direkt hier im Quirl, quasi direkt an der Sprossachse angesetzt. Ganz, ganz klassisch. Hier wunderbar das herzförmige Blatt vom Scharboxkraut. Schmeckt. Absolute Vitamin C-Bombe. Nur bitte Finger von lassen, wenn das blüht, weil es dann Giftstoffe entwickelt. Der Nördliche, moin aus Schleswig-Holstein. Oh, warte. Oh, hier, Mäusebussard. Mega geil. Was ist hier los? Ey, Nature, oder? Freunde, Nils Holgersson lässt grüßen. Einfach großartig. Ich freue mich einfach, wieder mit euch draußen zu sein. Habe ich eben das zu Ende erzählt, was ich erzählen wollte? Ich weiß es nicht. Hier. Wow, geil. Oh, Sonne fragt, wo ihr alle herkommt. Ich glaube, aus alle Herren Ländern. Ich würde sagen, wir haben hier auch, hatte ich eben, Wiesenbärenklau war auch richtig. Ja, eine super Geräuschkulisse bei dir, schreibt Avi Bricolele. Ja, es ist, ja, hier, Freunde. Hallihallo, ich begrüße euch. Das nenne ich mal einen Samenstand. Wobei, da sind keine Samen mehr drin. Da haben wir wieder den Freund von eben. Ich löse auf, das ist der Wiesenbärenklau. Ich finde ja hochinteressant, möchte ich euch an dieser Stelle mal sagen, und ziemlich ein bisschen blöd eigentlich, also doof, dass Wiesenbärenklau eine der leckersten Wildpflanzen ist, die wir haben. Und das Riesenbärenklau mit R, also Wiesen und Riesen, ja, es ist nur ein Buchstabeunterschied, unterscheidet aber von absolut lecker bis absolut giftig und phototoxisch. Riesenbärenklau, quasi sieht ähnlich aus, nur 5-mal so groß, ganz grob gesagt. Mit dem wollt ihr keine Bekanntschaft machen. Denn der zerstört quasi die,
die Partikel in der Haut, die quasi uns vor dem Sonnenlicht schützen. Und wenn wir mit dem in Berührung kommen, absolut, da verbrennt ihr. Also ohne Flamme, aber genau. An alle Menschen, die jetzt gerade frisch dazugeschaltet haben, herzlich willkommen zu dieser ersten offiziellen Livestream-Exkursion von Weigels Wilde Welt. Seid bitte nicht böse, wenn ich nicht auf alle Kommentare eingehen kann. Es sind viele Einflüsse, so liebe Worte von euch und Vögel und Natur. Und ja, auf jeden Fall mega, mega schön, dass ihr dabei seid. Die Sonne geht auf. Ja, Wiesenbärenklau kann das auch. Ausschlag machen, okay. Oh, ich blute hier. Ich darf da nicht dran rumknibbeln. Andi? Amsel, genau. Ja. Rotkehlchen ist auch am Start. Das Perlende. Es ist ein schönes Naturparadies. Ist es. Und jetzt möchte ich euch mal eine entscheidende Frage stellen und euch, guck mal hier, ist das nicht herrlich? Mittlerweile, ja, 200 Meter weit weg, die Waldhütte und immer noch auf dem Gebiet quasi, auf unserem Gebiet. Ich möchte euch eine Frage stellen, und zwar eine Pflanzenart, die ich ohne Witz, einige von euch sind dazwischen. Ich weiß, dass Claudia Bollmer mit dabei war. Ich weiß auch, dass Tobias mit dabei war. Wer war noch mit dabei von den Leuten, die hier sind? Mehr wüsste ich jetzt gerade nicht. Annika, ich freue mich auch sehr auf die Dümmer-Exkursion. Sehr cool. Was ist das hier? Das habe ich bei der Exkursion an den Externstein gemeinsam mit euch habe ich das kennengelernt. Dieses, ja, ich möchte nicht sagen gelbes Pflänzchen, sondern sehr so giftgrün. Klingt so negativ, aber um es zu beschreiben. Etwas so, Claudia. Claudia, es ist herrlich. Da haben wir doch jetzt schon wieder die Bestätigung raus. Die Krätzeblume, genau, Tobias schreibt es, Umgangssprache, das ist das wechselblättrige Milzkraut. Und ich möchte sagen, seitdem ich das mit euch zusammen an den Externsteinen entdeckt habe, sehe ich es überall, unter anderem hier auch im Tal des Friedens. Genau, Johannes, Entschuldigung, genau, du warst ja auch bei den Externsteinen mit dabei, großartig. Da hatten wir das wechselblättrige Milzkraut. Wir drehen um und schauen es uns von nahem an. Es ist einfach schön. Wie schön, schaut mal, das ist so toll. Oh, ja, und hier haben wir das Klettenlabkraut dazwischen. Das Wiesenlabkraut würde nie kletten. Das macht nur das Klettenlabkraut. Quirl hier, ne? Blatt direkt am Stängel ansetzend. Ich arbeite mich ja gerade viel in der Botanik ein, hochinteressant. Und hier das wechselblättrige Milzkraut. Da hatten wir erst vermutet, dass das zu den Wolfsmilchgewächsen gehört. Erinnere ich mich. Haben das dann aber revidiert. Quasi. Es ist schön. Hier. Auch ein toller Baum. Eine Eibe. Würde ich jetzt auch so nicht essen. Nicht gut.
Mal grad gucken. Ich lese einmal die Kommentare. Ah, Mathis, genau, du warst auch mit dabei. Du hast den Namen wieder vergessen. Genau, wechselblättriges Milzkraut. Ja, Milzkraut. Die Tüten erinnern an Wolfsmilch, ja. Steinbrechgewächs, aha. Ah, voll schön, ey. Es ist einfach so schön. Und wir haben es echt. Hier, Freunde, hier ist jetzt auch interessant. Wir haben hier, es ist lange, lange her, da hatten wir hier mal eine Fichte weggemacht und dies und das und hast du nicht gesehen und haben diese einfach hier so drauf geschichtet. Hier sind noch einige vertrocknete große Brennnesseln. Ist immer gut, Zaunkönig und Heckenbraunelle sind hier auf jeden Fall zu Hause. Oh, hört ihr? Ah, das ist gerade ganz interessant. Warte mal. Man sieht es nur bedingt. Ja, jetzt in der Mitte vom Bild ist eine Amsel. Und jetzt in der Mitte vom Bild ist ein Star. Beide singen aus tiefstem Herzen. Und der Star hat hier schon so einige Vogelarten aufploppen lassen, das möchte ich euch sagen. Sei es Pirol, sei es Rotmilan, sei es Waldwasserläufer. Also waren auch alle wirklich schon hier, aber der Stimmenimitator. Wir merken, es wird Abend, die Aktivität der Vögel nimmt nochmal zu, ja, um nochmal zu sagen, hey, hier bin ich am Start. Und dann würde ich nämlich sagen, machen wir gleich wieder die Runde zur Hütte und werden dann eine schöne Waldwanderung machen. Ich drehe euch einmal um. Voll schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch nochmal sagen, herzlich willkommen hier bei dem Livestream. Lasst gern einen Daumen nach oben da. Es ist total spannend. Ich bin in letzter Zeit auch so viele Einflüsse von außen. Ja, also so die Pflanzen, die Blumen, es kommt alles wieder. Und es ist so toll. Und Weigels wilde Welt hat jetzt 2500 Abonnenten. Und du ahnst es nicht, es passiert viel in der wilden Welt. Drum entschuldigt, wenn ich manchmal so ein bisschen aufgekratzt bin. Ich hoffe, wir haben einfach eine schöne Zeit zusammen. Herzliche Einladung, ganz, ganz fleißig hier in den Chat zu schreiben. Star imitiert Rotmilan. Ja, total. Das ist der Star. Der macht wie so. Ich drehe euch mal um. Hier haben wir jetzt auch wieder wunderbar das klettige Labkraut. Das klettet richtig. Hier Brennnessel kann man auch großartig essen. Klettiges Labkraut, Schaboxkraut. Es ist viel am Start. Hier das wechselblättrige Milzkraut. Und hier sind wir dann wieder am Teich und gehen jetzt mal hier gemütlich zurück über die Dämme zur Waldhütte. Und dann werde ich mal was trinken. Ich habe nämlich einen trockenen Mund.
Genau. Oh, Freunde. Ich möchte euch was erzählen. Das ist Mr. Junderman. Das ist der Gundermann. Ganz, ganz tolle Art. Lippenblütler. Sieht man wunderbar hier. Warte, ich zoome ran. Da, zwei Lippen. Lamia Ciae. Genau, Andi schreibt Gundermann, Gundelrebe, kann man beides sagen. Kann man essen. Nur nicht zu viel. Hab ich mal gelesen. Und daneben hier wieder das wechselblättrige Pilzkraut. Weil es ist auch echt. Ja, Andrea, guck doch mal nach Kretzeblume. Ich weiß nicht, wo hatten wir die Information her mit dem wechselblättrigen Milzkraut? Auch Kretzeblume. Aus dem Netz, würde ich sagen. Genau. Ah, das ist, hier ist auch noch was ganz, ganz Interessantes, Freunde. Wo ich immer so wieder denke, es ist einfach unglaublich. Wir hatten hier damals, wie gesagt, auch Fische drin. Das ist schon einige Jahre her. Heute passiert hier, sage ich mal, dahingehend nichts mehr. Und da hatten wir hier so Bottiche. Und guckt euch mal an, wie die Natur sagt. Ja, Mensch, okay, hier bei uns, ne? Aber so leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir gucken immer, dass wir auch noch zum Zuge kommen. Da hat sich doch tatsächlich, was ist das? Ja, eindeutig Erle. Ne? Feuchtigkeitsliebend und auch feuchtigkeitsresistent. Hier gesagt, hier wachse ich trotzdem. Immer wieder erstaunlich, was die Natur da von sich bringt oder mit sich bringt. Genau das Gleiche. Hier. Ein Treppengeländer quasi in den Teich. Kann man übrigens hervorragend drin schwimmen. Ne? Wo hier dieses Gras gesagt hat, auf geht die Wilde Fahrt. Es ist toll. Ja. Ui. Hier, das ist auch toll. Freunde. Das haben wir hier nicht hingesetzt. Ich kann euch jetzt nur sagen, was das wird, weil ich weiß, dass es hier kommt. Gibt es Experten unter euch, die jetzt anhand dieser Blätter sagen könnten, was hier kommt? Das wäre klasse. Also ich weiß, was da kommt, aber ich würde es anhand der Blätter würde ich es nicht sehen. Da bin ich noch zu sehr am Anfang. Ich gehe mal. Boah. Tobias, nice to meet you. Großartig. Habichtskraut ist auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, nicht das Waldhabichtskraut. Es ist ein Habichtskraut. Ich glaube, das kleine. Gibt es ein kleines Habichtskraut? Es ist jedenfalls das Habichtskraut. Wenn ihr euch manchmal so ein bisschen, möchte ich euch an dieser Stelle nochmal sagen, über die Kameraführung wundert, möchte ich euch sagen, dass ich so ein bisschen zusehen möchte, dass nicht unbedingt ganz markante Landschaftsmarken hier mit drauf sind, weil ihr seid liebe Menschen, ich weiß das, aber wir befinden uns im World Wide Web und dieser Platz darf sehr gerne ein friedvoller bleiben. Wir sollen jetzt mal was trinken. Sehr herb, Andrea, definitiv, muss ich sagen. Andrea schreibt, Gundermann mag ich vom Geschmack her nicht, nehme es ganz sparsam, ja. Haben wir heute in dem Wildkräutersalat, den wir mit den Kindern gemacht haben, auch nur sehr sparsam genommen. Könnt ihr mal ein bisschen im Vogelkonzert lauschen? Könnt gerne mal schreiben, was ihr hört.
bis jetzt nur richtig dabei. Kohlmeise, Rotkehlchen, Buchfink, Amsel, Ringeltaube, genau. Habt ihr das gehört? Ganz weit weg. Gehen wir gleich nochmal hin. Ja, genau, Habichtskraut, Andrea. Ich glaube, du hängst ein bisschen nach mit dem Stream, kann das sein? Ach, voll schön. Oh, Freunde, wir sind schon eine Stunde online. Das ist voll toll. Und wir haben noch viel vor. Also wir können noch schön durch den Wald gehen und so. Avi Brikolele. Wahnsinn. Wahnsinn. Hat man's gehört? Toi, 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 toi. Und hier? Auf jeden Fall Gartenbaumläufer, Avi Brikolele, richtig. Sehr weit weg singend, gerade auch rufend. Und hier war auch gerade noch dieses tick, 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 tick. Habt ihr da eine Idee? Stieglitz habe ich nicht gehört. Avi Brikolele kennt sich aus. Zaunkönig, ja. Der saß hier, der wird wahrscheinlich gleich wieder da. Oh, Grünspecht hat gerufen, ganz weit weg. Der Zaunkönig wird wahrscheinlich gleich wieder hier in dem Wurzelballen reinfliegen. Weit weg Rabenkrähe habe ich nicht gehört. Soll aber auch nichts heißen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich sehr begeistert davon bin, wie gut doch der Sound im Livestream ankommt. Weil ich habe ja meine eigenen Livestreams dann teilweise auch schon noch mal im Nachhinein geguckt. Was da zu hören ist für Kleinigkeiten. Also vielleicht war da eine Rabenkrähe und ich habe einfach nicht drauf geachtet. Gehört? Zweisilbig? Überfliegend? Das freut mich total, dass die Vögel so gut zu hören sind. Echt richtig gut. Oh, über mir. Genau, Zilpzelf ist auf jeden Fall auch am Start. Wow. Wow, geil. Wie schön, ey. Das ist so irgendwie hier. Schaut mal. Der Freund. Ey, ganz ehrlich, Leute, es ist so schön, ne? Hier. Kohlmeise, Buchfink. Im Hintergrund. Kanada-Gänse. Hier, Freunde, auf dieser Fläche habe ich ja schon mal gezeltet, ne? Und das werde ich auch bald wieder tun, das möchte ich euch an dieser Stelle erzählen. Hier wohne ich teilweise über Wochen und bin quasi eins mit der Natur, bewältige von hier meinen Alltag und das geht einfach großartig.
Ist richtig, richtig schön. Oh, das Wintergoldhähnchen hat gesungen. Habt ihr gehört? Freunde, wir müssen los. Es nützt nichts, wir haben jetzt genug Pause gemacht. Die fliegen hier einfach rüber, ne? Und da stelle ich mir die Frage, moin, was ist das eigentlich für ein Geschenk? Was ist das eigentlich für ein Geschenk, dass sowas zu besitzen, mehr oder weniger, ne? Das habe ich meinem Papa auch schon oft gesagt, dass manchmal, es ist so, vielleicht kennt ihr das auch, ein kurzer kleiner Ausflug. Oft ist es so, dass man vieles, was man hat, leider im Laufe der Zeit sehr als selbstverständlich betrachtet. So. Freundschaften, Liebschaften, Haus, Sofa, Dach. Aber Gesundheit, selbstverständlich. Aber all das, und ich meine, das brauche ich euch, ist nicht selbstverständlich. Nichts, aber auch gar nichts auf der gesamten Welt, Gesundheit, Freunde, Partner, Vertrauen, ist selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich und manchmal sollte man sich echt auch nochmal so zu Gemüte führen, hey, was haben wir eigentlich? Und das ist ganz schön viel. Bitte, de. Schreib an die Regierung. Buchfink war das nämlich. Oder der Kalle, ne? Freund und Kollege Kalle sagt immer, ich gebe dir ein würziges Bier. Wintergoldhähnchen singt da hinten. Hier tickert noch das Rotkehlchen. Genau, und Pietje, hundertprozentig. Avi Brikolede kennt sich aus. Ganz herzliche Grüße an euch beiden. Okay, ihr Lieben, ich glaube, ich würde sagen, wir trinken noch einen Schluck. Leute gucken zu. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Viele von euch haben das jetzt schon mal gehört. Macht nichts, wiederholt, weil ich jeden wirklich herzlich begrüßen möchte. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum ersten Livestream-Exkursion. Offiziell hier in diesem Jahr von Weigels Wilde Welt. Wir befinden uns im schönen Tal des Friedens an meiner Waldhütte, hier im Hintergrund zu sehen. Und wir gucken uns hier heute nicht nur Vögel an, sondern machen auch Botanik. Hier, bitte. Sumpfmeise. Oh. Und Buchfink und Kohlmeise. Wollte sagen, wir gucken uns hier heute alles an. Wir schauen uns um und genießen quasi diesen Tag, diesen Abend gemeinsam. Es ist eine Abendstimmung. Die Vögel fangen an zu singen nochmal, werden nochmal richtig aktiv, bevor es dann irgendwann ins Bett geht. Nicht nur für uns, sondern auch für die Vogelwelt. Rotkehlchen, Amsel, Buchfink. Ganz klassisch auch zu sehen, ne? Abends ist nochmal an der Futterstelle richtig Rambazamba. Weil die Vögel wissen, dann ist es erstmal dunkel. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr noch keinen Daumen nach oben gegeben habt, herzliche Einladung. Da hinten ruft lauthals der Kleiber. Hört ihr? Wir machen einen kleinen Ausflug hinter die Hütte.
Hier. Kurzer Seitenblick. Lecker. Nicht essen. Giftig. Das ist der gefleckte Aaronstab. Auch wenn er nicht gefleckt ist, manchmal sind die nicht gefleckt. Nicht essen. Giftig. Ganz genau. Wir gehen einmal hinter die Hütte. Möchte euch einmal kurz, ganz, ganz großartig, ich lieb's ja, ne? Guckt euch das mal an. Da gibt jetzt vielleicht Leute, die würden sagen, oh Gott, das ist ja schrecklich, wie sieht denn das hier aus? Das ist Leben, Freunde. Hier dürfen Spinnen leben, ja? Hier dürfen Spinnen leben, gehören zum Ökosystem, gehören zum Kreislauf. Was meint ihr, was hier in diesem Holz, was hier für Insekten leben? Das ist ganz, ganz toll, dass hier noch die Amsel noch nicht ihr Nest drauf gebaut hat. Das wundert mich. Aber das wird wohl noch kommen. Wir haben hier an der Kopfseite, seht ihr da jetzt auf der rechten Seite von dem Bild, seht ihr eine Halbhöhle. Die wird gerne obendrauf nistet die Amsel, aber es saß da auch schon der Grauschnäpper. Das ist auch ganz toll. Insgesamt habe ich rund 15 Meisenkästen hier hängen im Tal des Friedens. Davon waren 13 im letzten Jahr besetzt. Eine ganz gute Quote. Hier ist auch nochmal Holz. Das hatte ich mal irgendwann dazu lange gelagert. Mittlerweile wunderbar Totholz. Totholz absolut, der absolut Wahnsinn. Ich weiß nicht wie viel Prozent, jedenfalls ganz, ganz viel Prozent. Aller Käferarten benötigen Totholz, um da quasi ihre Larven großzuziehen. Das ist echt Wahnsinn. Genau, hier. Ja, Christian schreibt, Birke hat sich gelohnt. Hat's. Der Sommer kann kommen. Hier sieht man noch ein paar Überreste. Genau, hier überall das wechselblättrige Milzkraut. Daneben das Schaboxkraut. Richtig, richtig gut. Wir gucken mal hier weiter. Ah ja. Noch Schneeglöckchen. Und das Buschwindröschen, welches es jetzt dann auch hinter sich hat. Anemone. Nehmen wir... Oh Mist, wie heißt denn das nochmal? Anemone Nemorosa, genau. Anemone Nemorosa. Das Buschwindröschen. Habe ich neulich auch eine Folge drüber gemacht. Thorsten Twisti fragt, kommt der Trauerschnäpper auch im Tal des Friedens vor? Nein, leider nicht. Bis jetzt gab es keinen Nachweis. Leider nicht. Aber Grauschnäpper. Und das dauert wahrscheinlich noch so 2-2,5 Wochen, dann wird er auch wieder kommen. Zwei Freunde hier am Singen, direkt neben uns. Schreibt gerne mal rein, was. Ich freue mich, dass es euch gefällt. Herzlich willkommen, schön, dass es euch gibt und danke für 2500 Abonnenten. Zaunkönig, genau. Ja. Und dieser hier? Mönchsgrasmücke. Nara Shakti, könnte man denken, es gibt Rot... Jetzt habe ich verraten, Mist. Nee, also ich meine das Rotkehlchen hier, was hier singt. Dies hier. Was war das denn? Überfliegende Goldammer? Nee, Schwanzmeise. Oh, irgendwo da hinten.
Nein, ne? Es war ein Star. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Immer wieder Stare. Ich habe hier mal eine Zeit lang verbracht, wie gesagt, ne? Und immer mache ich hier Artenliste. Nachts auch überfliegende Zwergtaucher und dies und das und auch mal einen Regenbrachvogel und so. Aber vielleicht war das auch die ganze Zeit, meine 60 Arten, die ich hier hatte, vielleicht war das auch einfach nur der Star. Rotkehlchen, genau. Ja. Ja, Rotkehlchen, ey, die können auch echt viel. Und Nadaschakti, noch mal zu deiner vermüteten Mönchsgrasmücke. Ich finde, dass Rotkehlchen manchmal auch so extrem flöten, sag ich mal, das ist jetzt aber auch nah, klingt manchmal so ein bisschen wie Mönchsgrasmücke. Mittlerweile ist die Mönchsgrasmücke aber auch hier angekommen. Das ist so ein bisschen wie... Wie so Wasser, was auf einer Glasscheibe abperlt. Ich finde, so klingt das. Wir gehen hier einmal rum. Fahne kommen, Buschwindröschen. Diese Frage kann ich euch jetzt auch leider nicht beantworten. Ich mach's kurz. Es gibt so 4 bis 5 Pflanzen hier unten, wo man sich fragt, warum sie denn da sind. Ja? Dieser Freund gehört auf jeden Fall dazu. Wir lassen ihn aber stehen, weil hier sonst sehr viel ist. Das ist, ich kenne mich nicht genau aus, irgendwie so eine Art Kirschlorbeer. Ökologisch für den Hintern, um das mal sanft auszudrücken. Frag mich nicht wieder hier, warum der hier steht. Muss ich mal Papa fragen? Vielleicht ist Papa da, vielleicht weiß Papa das. Genau, Kirschlorbeer, ja. Boah, das ist hier auch, guck mal hier. Ein wahnsinniger großer. Ich könnte das gar nicht, wenn ich so, ne? Hier, hallo. Der gefleckte Aaronstab. Das ist der, der so hoch geht mit den roten Beeren dran. Und hier, das finde ich auch immer spannend. Mal auch mal zeigen. Hier kommt ein Farn. Vermutlich der Wurmfarn oder Waldfrauenfarn. Ich weiß es nicht ganz genau. Farne sind ein Phänomen für sich. Ja, das biegt auch in der Taxonomie der Pflanzen, biegt das ja ganz woanders ab. Also das sind ja nicht, das ist weder nackt noch bedeckt Samer, das ist irgendwie, das geht vorher mit den Moosen, geht das irgendwie ganz woanders ab. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht. Farne und auch Schachtelhalme, ja, das sind absolute Bezeuger der absoluten Weltgeschichte. Farne, lasst mich nicht, ich meine, ich habe das recherchiert, ich habe mich mal damit beschäftigt. Farne gibt es seit 600 Millionen Jahren auf der Erde. Kann das sein? Kann das mal einer googeln, bitte? Wenn es nicht 600 Millionen sind, dann sind es vielleicht 400 Millionen, aber jedenfalls super lange. Die waren aber auch damals noch wesentlich größer, so hoch wie Bäume, genauso wie Schachtelhalme. Wir haben vorhin den Sumpfschachtelhalm gesehen. Es gibt auch den Riesenschachtelhalm, es gibt auch den Ackerschachtelhalm. Es gibt verschiedene Schachtelhalme. Die gab es auch schon zu Dinosaurierzeiten. Und dann in ganz groß. Freunde, uns geht das Licht aus, wir machen jetzt einen Waldspaziergang. Wir waren ja noch gar nicht im Wald so richtig. 56 Leute, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich drehe euch um. Hier die Hütte von hinten.
Breitet der sich schnell aus, Andi? Weiß ich gar nicht. Also der steht da schon ein bisschen, ein paar Jahre. Ja, könnte man auch einfach mal wegmachen, da hast du schon recht. Wie gesagt, ne, also hier kann man auch echt noch super viel machen, ne? Aber man kann sich auch erstmal darüber freuen, dass hier erstmal so viel ist. Also hier ist super viel Potenzial. Und ich muss euch ganz ehrlich jetzt mal sagen, also ich sag euch das jetzt mal so, wie es ist, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich könnte hier aus dieser Ecke, und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal, ne? Aber das ist nicht so einfach, also das bedarf Zeit und wahrscheinlich auch sehr viel Geld. Man kann aus diesem Gebiet, das ist ja ein wahnsinniges Potenzial, kann man natürlich noch in sämtlicher Art und Weise optimieren. Flachwasserzonen hier von Teichen, Trockenmauern kann man hier hinbauen. Gut, ist relativ Wald und so, aber ich will sagen, man kann hier noch so viel tun, um die Diversität noch zu steigern, aber das bedarf Arbeit und Pflege. Das macht sich nicht von selber. Das macht sich nicht von selber. Hab auch schon mal überlegt, hier so ein man darf ja, ne, so ein bisschen so eine Natur- und umweltpädagogischen Einrichtung irgendwie auch mal hinzubauen oder so, ne? Man weiß es nicht, was kommt. Die wilde Welt ist ja erst am Anfang. Genau, wirkt so schon ganz toll. Finde ich nämlich auch, Avibricolelem, besser geht immer, aber es ist einfach von sich aus schon wunderschön. Und jetzt drehe ich euch um. Und es beginnt ein kleiner Waldspaziergang, bevor uns nämlich das Licht ausgeht. Der Buchfink singt über uns sein Lied. Da war jetzt auch bei der Amsel ein kleiner Pirol mit dazwischen. Oh, es ist so schön hier, wie die Buchen kommen. Das ist jetzt hier die Hainbuche. Seit 4 Millionen Jahren gibt es Fahne auf der Erde. Dankeschön, Carsten, fürs Googlen. Dann hatte ich ja recht. Wahnsinn. Ja, ne, das ist schon ein bisschen was. Hier diese Wurzelballen, sag ich mal, ne, die durch das Umstürzen der Bäume. Ich habe jetzt nicht nur Feuerholz, sondern die Natur hat jetzt auch diesen ganz tollen. Ganz tollen Wurzelballen. Wir gehen den Peppi-Weigelsteig. Benannt nach meinem Opa. Wir machen noch eine kleine Wanderung, bevor das Licht ganz ausgeht. Es geht jetzt dann doch tatsächlich sehr schnell. Hier kommt übrigens auch Waldkauz vor, möchte ich sagen. Kein Mensch weiß, wo er brütet, wo er sitzt. Weiß ich nicht. Der sitzt wahrscheinlich irgendwo. Aber wenn ich hier zelte, mal gerade einmal gucken, wie ich das am besten mache. So, wenn ich hier zelte auf dieser Rasenfläche da zwischen den beiden Bäumen, dann sitzt der Waldkauz teilweise echt. Sitzen die teilweise echt über mir in den Bäumen. Die Waldkreuze. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein Argument, Andi. Ne? Ich meine, der kann man auch einfach gerade mal ausbuddeln, dann ist er weg. Hast recht. Na, da Shakti, ich möchte natürlich sagen, ich habe auch ein sehr lichtstarkes Handy. Also, ich sehe im Prinzip, was ich hier gerade filme. Es ist in Wirklichkeit dunkler als es tatsächlich aussieht. Ja, tatsächlich 2500 Abonnenten. Das ist total witzig. Ich habe das heute Morgen gesehen. Ne? Also ich gucke ja regelmäßig natürlich. Hier ist das nicht herrlich, ne? Das Grün vom Moos, traumhaft.
gucke natürlich regelmäßig und dachte heute Morgen so, ich erinnere mal dran, hier, wer hat das noch nicht abonniert? Denn, und das dürfte jedem Menschen sagen, ein Abonnement kostet kein Geld. Das ist ganz umsonst, unterstützt mich in meiner Arbeit und wir wollen gucken, wo die Reise hingeht. Denn, und das werde ich aber auch in dem Short sagen, was ich nachher noch hochlade, in den letzten, am 7. Januar habe ich ein Video gedreht zu 2000 Abonnenten. Das heißt, in noch nicht mal 3 Monaten sind noch mal 500 dazugekommen. Und das ist natürlich einfach großartig, ne? Wenn man sich das so mal von der Kurve her anguckt. Freut mich einfach, total. Und es ist auch so lieb, was von euch für E-Mails kommen. Und jetzt habe ich zum Beispiel, heute habe ich einen Kamera-Akku zugeschickt bekommen, damit ich quasi noch besser und länger filmen kann draußen. Gestern habe ich eine Lampe, also so eine Fotografie- und Filmlampe quasi, was man so oben drauf machen kann, auf die Kamera zugeschickt bekommen. So liebe Unterstützung von euch, was einfach so unglaublich viel wert ist. Aber nicht nur materiell, sondern vor allem auch immateriell. Ne, ideell. Einfach diese lieben Worte, die mich erreichen, was mich einfach tot da oben hält. Und wir sind einfach eine Gemeinschaft. Und das ist echt richtig, richtig toll. Genau. Ich drehe euch mal um, dann gucken wir hier mal gemeinsam. Ich rede gerne manchmal. Das sind ja auch, Mose sind ja, ist ja auch so eine Sache, ne? Das ist irgendein Sternmoos, glaube ich. Das könnte das Zypressen-Schlafmoos sein. Ich habe mir vorgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja, kennt mich manchmal sehr euphorisch und manchmal ein bisschen zu, würde ich sagen, ein bisschen zu voreilig. Nur weil ich Zypressen-Schlafmoos kenne und das schöne Frauenhaarmoos, ist nicht auf einmal alles das schöne. Zypressen-Schlafmoos und das schöne Frauenhaarmoos. Ich möchte in der Botanik, habe ich so in der letzten Zeit ein bisschen gemerkt, muss ich kritischer werden nochmal. Nochmal einen Gang zurückgehen und nicht sagen bam, 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 sondern allein bei den Ehrenpreisen, dann ist irgendwie ein Strich anders und dann ist es nicht mehr der Gamanda-Ehrenpreis, sondern der persische Ehrenpreis. Botanik. Bei den Vögeln reicht das oft so, wobei da auch der Star ganz anders singen kann. Aber nochmal kritisch bleiben. Nico, inneres Blumenpflücken, moin, schön, dass du da bist. Mein Lieber, schön dich zu lesen von der Nordsee. Ich hab's gesehen im Status. Toll, klasse. Ganz herzliche Grüße an alle, die ich kenne, an die Family und eine gute Zeit euch. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Schaut mal, ihr Lieben, das ist ein Gipfelkreuz, welches ich neulich mal gebaut habe. Im Moment mit Gipfelbuchkasten, im Moment ist kein Gipfelbuch drin, weil das ist mal nass geworden. Hier eine wunderschöne Bank auf dem höchsten Punkt des Tal des Friedens. Und hier kann man sich tatsächlich hinsetzen. Nico, du wirst vielleicht gerade lachen, weil ich meine zu wissen, dass es nicht lange her ist, als du hier auch saßt und ihr das Gipfelbuch vermisst habt. Genau. Das ist echt ganz schön. Ich drehe einmal um. Genau. Möchte die Kameraposition nicht weiter verändern. Möchte es einfach nochmal sagen, ich möchte... Ihr würdet alle nichts machen und einzeln würde ich euch am liebsten alle knuddeln und hier einladen, aber wir befinden uns im Internet. Ich möchte auf bestimmte Landschaftsmarken hier verzichten, weil das Tal des Friedens soll auch ein Tal des Friedens bleiben. Und wenn jetzt hier irgendwer fragt, wo das genau ist und ihr wisst, wo das ist, dann würde ich euch bitten, darüber keine Auskunft genau zu geben. Das wäre ganz lieb. Genau.
Offgrid Castle und Narashakti, klar, kennen sich. Das finde ich ja auch immer ganz, ganz toll. Beide bei der Freiburg-Exkursion kennengelernt mit Kalle Nibbenhagen. Hier, Freunde, auch hochinteressant. Nico, wir müssen reden. durch diverse Regenfälle und jetzt sind die Kanadagänse da wieder. Ist auch dieser Birke wird es nicht mehr ganz so lange mit sich machen. Es ist toll, ne? Guckt mal hier am Rand. Es ist alles voller Schaboxkraut. Wahnsinn. Ja, Nico, der hängt da. Ich meine, wenn der fällt auf jeden Fall nicht auf der Hütte. Kurz einmal hier möchte ich mal sagen, das sind hier so Insider-Infos. Nico, auch ein Dorfjunge, sag ich mal, hier aus dem Dorfe. Wir arbeiten auch manchmal zusammen. Hat uns dabei unterstützt, diese Birke, diese besagte. Nico war der an der Kettensäge. Darf ich das sagen an dieser Stelle? Zu spät, jetzt habe ich es gesagt. Dankeschön, herzliche Grüße zurück an Nicole. Hier können wir noch mal gucken. Hier haben wir jetzt die Wiese, die wir eben begutachtet haben. Und von hier sieht man es auch wunderbar, das wechselblättrige Milzkraut am Fuße des Totholzhaufens. Wild, romantisch. Es fängt wieder ein bisschen an zu regnen. Macht nichts. Und das Licht geht aus. Hier, ich will mal noch mal kurz zeigen. Meisenkästchen. Insgesamt 15 Stück hier unten hängen im Tal des Friedens. Letzte Saison 13 belegt von 15. Das ist schon eine ganze Menge. Primär von Kohl- und Blaumeisen. Manchmal auch Amsel oben auf dem Dach oder aber Grauschnäpper. Und um euch einmal zu zeigen, jetzt einmal gucken. Wie ich das machen möchte. Holla, die Waldfee. So. Hier ist noch ein großer Teich. Wo die Kanadagänse eben waren. Und dort hinten in der Reihe, das geht da links noch ein bisschen weiter, da gibt's auch die Hohltaube, die dann ruft. Hört man manchmal bis ins Tal. Von Eisvogel, selbstverständlich, ne? Eisvogel hier, Gebirgsstelze, klar. Jetzt zur Zugzeit Flussuferläufer, Waldwasserläufer, ja, kommt vor. Jahre ist es her, ich habe ihn selber nicht gesehen, aber mein Vater Fischadler hat hier so sich gedacht, geht hier mal rein. Wasseramsel nicht. Nein. Nein, 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 nein. Leider nicht. Nee. Das ist auch cool. Ich habe einen Angelschein tatsächlich. Ich habe auch eine Zeit geangelt. Jetzt ewig nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Wobei ich es eigentlich immer ganz gerne gemacht habe. Aber nicht der Fische willen, sondern um dabei Vögel zu beobachten. Da hinten ist eine Stockente gelandet. Und da war ich hier nämlich auch in diesem oft dann auch mal angeln. Das ist ein wunderschöner Stockerpel, gerade im besten verpixelten Licht. Was ich für Libellenarten hier habe, da ist, also wir haben hier, auch das ist ein Feld, da arbeite ich mich gerade erst so ein oder möchte es auf jeden Fall, die blau-grüne Mosaikjungfer, die Hufeisenjungfer,
die große Pechlibelle, dann hier die, oh, wie heißt die denn? Ich hatte ja auch mal die frühe Adonis-Libelle und den, diesen blauen Plattbauch. Wie heißt der? Diese blaue. Genau, Wasseramsel ist mehr an fließenden Gewässer, genau. Ja. Plattbauch, einfach Plattbauch, ne? Ja. Wir gehen zurück. Boah, jetzt geht uns hier aber bald echt das Licht aus. Boah, das ist auch so schön. Ich liebe ja diese Abendstimmung, ne? Und es ist echt dunkler als gedacht, Freunde. Ich möchte es euch sagen, falls ihr... Was ist das denn? Och, das habe ich ja noch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich meine, wundern tut es mich überhaupt nicht. Das ist Giersch. Hä, das habe ich hier noch gar nicht so direkt. Giersch. Freunde, hatte ich heute schon. Gib's nochmal, mach nicht. Das ist Giersch. Mmh. Vitamin A, Vitamin C, Calcium, Magnesium, Kalium, alles hier drin. Krautig, ausdauernd, wuchernd. Also viele Leute mögen den nicht. Vitamin C, Bombe, absolut, genau. Vitamin C, Vitamin A, Calcium, Magnesium, alles da drin. Großartig. Ey, ganz ehrlich, seitdem ich auch mal weg von der Vögelei komme, ne? Also nicht nur Vögel mache, sondern auch anderer Artengruppen. Ey, man sieht die Welt mit anderen Augen. Boah, hier an dieser Stelle erinnere ich mich, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, haben wir hier eine Feuerstelle gehabt. Ich bin jetzt 32. Das ist echt 25 Jahre her. Ich esse noch mal Giersch hier. Die Natur gibt uns ja Giersch sammeln gehen. Ja, Botanik ist mega, ne? Avibrikolele ist da auch sehr aktiv. Das ist das wechselblättrige Milzkraut und Giersch und Schaboxkraut. Freunde, die Natur gibt uns Dinge. Nach müde kommt blöd. Den essen wir aber nicht, den Freund. Das essen wir nur einmal, dann sind wir weg. So schlimm ist es wahrscheinlich nicht. Das war der gefleckte Ahornstab. Es ist so spannend. Ja, der Salat ist fertig, Tobias. Ich sag's dir. Da freut sich sogar die Kanadagans. Oh. Da ist er wieder, Freund. Oh, Bilderbuch. Na, wer hat aufgepasst? Grasfrosch, genau. Hoppa. Nice. Leute, wir sind 61 Menschen. Habt ihr schon einen Daumen nach oben gegeben? Dankeschön. Habt ihr schon abonniert? Bitte. Abonniert den Kanal. Wir haben heute 2500 Abonnenten geknackt. Ich ahne es nicht. In den letzten 3 Monaten nochmal 500 Abonnenten dazu. Es steht viel an in diesem Jahr. Hier, das ist... Ach nee, das ist ein Regentropfen. Ich dachte, das wäre... Werden Insekten, die hier am vierten Teich.
Wir haben heute tatsächlich die 2500 Abonnenten geknackt und ich bin echt gespannt, wo die Reise noch hingeht. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns jetzt noch einmal... Dankeschön, Wolfgang. Dass wir uns noch mal jetzt in trauter 63-Kite an den gedeckten Cola-Tisch setzen und noch einmal sinnieren. Die traute 63-Kite. Jetzt noch 62-Kite. Das war wohl einer zu viel. Hier ist auch Giersch. Klasse. Dass wir uns jetzt hier noch mal fröhlich hinsetzen und quasi... Nee, wir machen es anders. Ich lasse euch jetzt hier mal kurz alleine. Aldi, weil ich auf Toilette muss, ich gehe mal hinter die Hütte. Ihr könnt euch weiter unterhalten oder dem Vogelkonzert lauschen, dann komme ich wieder. Also es wird nicht lange dauern, dann werde ich wieder hierhin ziehen für 2-3 Wochen. Unbestimmte Zeit, ist doch egal. Einfach weil es so schön ist. Hallo, da bin ich wieder. Oh. Dankeschön, liebe Nada Shakti. Wünscht mir einen exponentiellen Anstieg der Abonnenten. Ja, das Rauschen war der Bach, selbstverständlich. Oh nee, also es ist wirklich wunderbar. Ich bin einfach unglaublich gern an diesem Ort. Jetzt ist das Klohäuschen im Hintergrund, das ist auch ein bisschen blöd, ne? Komm, wir machen nur... Jetzt ist der Grill, der ist auch nicht so schön. Wir lassen es so. Genau, es ist einfach unglaublich, was in letzter Zeit bei Weigels Wilde Welt passiert ist. Jetzt nochmal hier kurz so ein bisschen kleines... Es wird auch krüsselig, das Bild, jetzt merke ich. Das liegt am schlechten Licht, aber es soll wohl noch gehen. Ich habe tatsächlich auch von... Ja, ich bin immer vorsichtig mit den Namen nennen. Ich weiß nicht, ob die Leute das möchten. Ich habe tatsächlich auch von einem Abonnenten, der möge auch gerne das hier hinschreiben, wenn das okay ist, einen gebrauchten Laptop geschenkt bekommen, der mit Windows 10 ist, wenigstens, sodass ich ja E-Mails schreiben konnte jetzt auch in letzter Zeit. Wieder mit dem Laptop und nicht alles über das Handy machen musste. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass ich ja das nächste Mal größer investiert habe. Ihr habt gesehen, Christian, okay. Christian ist ein ganz, ganz großer Freund auch von Weigels Wilde Welt und Spender. Christian hat mir schon drei Stative sogar, die er nicht mehr brauchte, gegeben. Diesen alten Laptop, mit dem ich dann, den ich jetzt quasi für Weigels Wilde Welt Büroarbeiten nutze. Möchte aber sagen, dass ich jetzt auch wieder in Weigels Wilde Welt investiert habe. Ich habe jetzt Ansteckmikros, ja, die ich nicht immer benutze, aber die ich benutzen kann, wenn ich mal Interviews oder so führe. Habt ihr schon vielleicht in dem Video zusammen mit Orni Welt, sage ich mal, hallo Chris Nick,
Wir sind quasi hier schon in der Endzeitstimmung. Also im Outro, aber kannst du dir gerne noch angucken. Wollte ich sagen, genau. Ansteckmikros, ich habe jetzt auch noch ein externes Mikro quasi für meine Kamera. Ich habe, ja, also es läppert sich so ein bisschen und jetzt habe ich tatsächlich, und das ist wirklich das Schöne, mit eurer Unterstützung, und das möchte ich euch ganz, ganz, ganz klar sagen, erneut groß investiert. Es wird nicht mehr lange dauern. Anfang nächster Woche ist es soweit, da wird ein sehr, sehr, sehr guter Laptop bei mir eintreffen, den ich mir quasi von dem Weigelswilde Weltgeld gekauft habe. Und dieser Laptop, weil dieses großartige Geschenk von Chris, ne, ermöglicht mir Antworten per Mail, aber ihr müsst euch vorstellen, Videoschnitt mache ich bis jetzt immer nur auf dem Handy und ich möchte mir persönlich die Möglichkeit eröffnen, dies auch bald auf dem Rechner zu tun. Auf einem Rechner, um, sage ich mal, ja, wie soll ich das sagen, noch intensiver und vor allem auch gesünder arbeiten zu können. Ich möchte mir dieses Weigelswilde Weltschnitt auf dem Smartphone, ja, wo auch gerade dieser Livestream stattfindet, möchte ich mir bewahren. Ist super viel wert, kann ich draußen machen, ist großartig, aber ich möchte auch die Möglichkeit haben, meine mittlerweile halt auch guten Aufnahmen meiner 4K-Kamera, die ich jetzt ja neu habe, auch flüssig auf dem Rechner schneiden zu können. Und deswegen habe ich jetzt investiert. Nächste Woche kommt ein super duper Laptop bei mir an mit der entsprechenden Grafikkarte und dem Arbeitsspeicher, der mir quasi den Schnitt auch dann mit einem externen großen Bildschirm ermöglicht. Und ich habe jetzt ein Weigelswilde Weltbüro. Ich habe mir von eBay Kleinanzeigen habe ich mir noch ein Sideboard geholt. Ich habe ein Regal, wo ich liebgemeinte Geschenke von euch, die mir zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, wo ich die schön drapiere, wo ich dann, ja, wo ich Technik dann quasi, meine Stative, wo ich die parke, ja, wo ich meine Ordner habe, weil Weigelswilde Welt wächst und wächst. Damit auch die Bürokratie. Ja, die Aufträge werden nicht weniger, möchte ich sagen. Und das freut mich natürlich sehr. Das bedarf natürlich auch ein bisschen Büroarbeit und ich mache es mir einfach gerade richtig schön mit meinem neuen technischen Equipment. Ich habe mir jetzt vom eBay Kleinanzeigen auch einen Schreibtischstuhl geholt, wo ich ganz gemütlich dann da sitze. Und ja, es ist einfach viel am Tun, sich am Entwickeln bei Weigelswilde Welt und das habe ich euch zu verdanken. Es ist letzten Endes, spreche ich bei Weigelswilde Welt immer von einem Gemeinschaftsprojekt. Ich bin vielleicht die antreibende Kraft. Ja, ich, Thomas Weigel, bei Weigelswilde Welt, Tommy. Ihr dürft mich aber auch jederzeit auch Thomas nennen, möchte ich euch mal sagen. Ne? Also ganz wie ihr das möchtet. Wir gehen gemeinsam raus und nur durch euch habe ich die Möglichkeit, sag ich mal, in Weigelswilde Welt zu investieren. Und gemeinsam bringen wir den Kanal nach vorne. Deswegen immer herzliche Einladung, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, tragt ihn weiter, wenn euch das gefällt, was hier die ganze Zeit passiert. Und ich bin mir auch sicher, ehrlich gesagt, dass, also Weigelswilde Welt ist ja noch verhältnismäßig super klein. Viele kennen den Kanal noch gar nicht. Also raus damit! Raus, teilen, Instagram, teilen, 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 teilen. Die wilde Welt wird größer und wir schauen, was passiert. Ich bin einfach total gespannt. Was ist dir lieber, Thomas oder Tommy? Ist mir egal. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, kurze Anekdote noch dazu, als ich meine Augen werden immer kleiner, merke ich gerade. Die Amsel singt noch ihr Lied. Fledermaus. Zwergfledermaus. Oh. Grauhaie Ruhe. Ich kann noch ein bisschen leiser sprechen. Grauhaie fliegt über. Bei meiner ersten Folge von Weigelswilde Welt habe ich einfach so Tommy gesagt oder so.
So nennen mich auch viele Freunde. Tatsächlich ist das jetzt auch nicht einfach so von irgendwo hergeholt. Aber ihr dürft mich auch gerne Thomas nennen, wie ihr das möchtet. Thomas ist Thomas Weigel, ist mein bürgerlicher Name und deswegen Weigel, Weigels wilde Welt und Tommy ist, ja. Genau, jetzt haben wir mich schon wieder verzettelt im Erzählen. Ah, zu verschenken gibt's auch. Das ist ja ein Ding. An Freshly, neues Live-Format, Special Edition. Ein Overnight Live im Wald wäre auch Hammer. Ja, wenn ich mal demnächst, vielen Dank für die Anregung an Freshly, könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich hier demnächst mal wieder längere Zeit bin, also hier live schalte, ich habe Gott sei Dank viel Datenvolumen und so viel zieht das interessanterweise gar nicht, so eine Live-Schalte. Also ich bin hier gerade mit extern, bin ich hier gerade quasi da. Und ja, total gerne. Ich merke auch, wir sind mittlerweile 66 Leute. Liegt wahrscheinlich daran, dass Leute dann doch irgendwie erst abends um 20 Uhr dazuschalten können, weil sie dann erst irgendwie so zur Ruhe kommen oder vorher unterwegs sind. Bin so ein bisschen in der Bedrulle gerade noch mit der Dunkelheit, weil jetzt gerade geht hier das Licht aus. Deswegen haben wir schon um 6:30 angefangen. Aber ihr könnt den Stream auch nachträglich nachgucken. Genau. Thilo, schön, dass du da bist. Hi. Hallo, Sunny. Ja. Das ist lieb, Christian. Vielen, vielen Dank. Ich habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen, auch bei den vielen lieben Worten und auch materiellen Dingen, die mich teilweise wirklich von euch erreichen, wo ich wirklich total überwältigt von bin, überlege ich mir so, boah, kann ich das annehmen oder wie kann ich das annehmen und so, aber und dann habe ich mir so, weil ich bin so ein Gewissensmensch oder so, oder ich manchmal so, ja. Aber mittlerweile kann ich mich damit gut anfreunden, das guten Gewissens anzunehmen, weil Ich ich muss das sagen und das ist auch so und das darf ich mir auch immer wieder sagen, Weigels wilde Welt ist Arbeit. Es ist Arbeit, es ist wirklich viel Arbeit. Eine Arbeit, die ich unglaublich gerne mache, Leidenschaft pur, sonst wird das kein Mensch aushalten. Ja, es sind schon 5000 Arbeitsstunden in diesem Kanal gelaufen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn ihr Danke sagen wollt, egal in welcher Form, nehme ich das sehr, sehr gerne an und bedanke mich. Und dadurch wächst der Kanal auch immer weiter. Genau, und Thilo hier war jetzt hier nicht beim Livestream, sondern beim Uhu. Herzliche Einladung. Ich finde das immer großartig, wenn ihr selber auch rausgeht. Genau. Hallo T. Heinrich, genau. Ich brauche mehr Licht. Ja, ich habe das. Warte mal, ich kann das doch hier. Ich will jetzt hier nichts. Dankeschön, Avi Bricolele. Ja. Ihr Lieben. Es bleibt mir nicht viel mehr zu sagen. Das Licht geht aus und wir gehen nach Hause. Ich merke auch echt jetzt so langsam, seht ihr das? Meine Augen. Ich hatte einen richtig, richtig coolen Tag mit Kindern, mit 20 Kindern in der Natur. Durch strömenden Regen und dann jetzt mit euch diese schöne Zeit. Und ich liebe es, einfach live zu gehen. Ich liebe es. Ich liebe es. 1:50 Stunden. Wenn wir jetzt noch länger sitzen würden, wird der Wald kurz kommen. Ich sag's euch. Das machen wir wann anders. Jetzt setzt Singdrossel setzt ein. Da.
Ich lieb's einfach, mit euch live zu gehen. Da oben ist wieder eine Fledermaus. Könnte, das war jetzt aber keine Zwerg, das könnte, doch, Zwerg. Von der Größe her, aber es gibt ja auch Wasser und noch viele andere Fledermäuse. Kenne ich mich nicht so aus. Genau. Ich gehe so gerne live und danach muss ich das erstmal immer sacken lassen. Ich werde jetzt tatsächlich, haltet euch fest, ein kleiner Blick in das Privatleben eines Thomas Weigels. Ich fahre jetzt nach Hause, werde mir noch lecker was zu essen machen, was weiß ich noch nicht. Aber vorher werde ich noch dieses Short, dieses 2500, Abonnenten-Short werde ich fertig machen, noch hochladen. Das habe ich gedreht, kurz bevor wir hier live gegangen sind. Wow, ja, die Singdrossel, richtig geil. Es war wunderschön, ich danke euch. Ich möchte euch sagen, danke, dass es euch gibt. Danke, danke, danke. Ich freue mich jetzt aufs gemütliche Zuhause. Das Short noch gemütlich schneiden, hochladen, ins Bett gehen, mich freuen, dankbar sein für das, was wir haben. Dass wir uns haben, dass Weigels wilde Welt so gut läuft. Lasst ein Abo da, teilt den Kanal, herzliche Einladung. Danke, danke, danke für alles. Für alles. Ich bin wirklich manchmal echt sprachlos. Es ist... all das, was ihr schreibt, kommt hier ganz tief an. Ja? Dankeschön. Felix Frosch, du kannst dir das im Nachhinein alles noch angucken. Bleib online. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Vielleicht das nächste Mal länger. Alles kann, nichts muss. Schön, dass es euch gibt. Danke. Ja? Bis zum nächsten Mal. Euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Und die geht weiter, die wilde Welt. Ich sag's euch. Ha! Ich freu mich. Macht's gut. Ciao. Wo ist denn jetzt hier? Immer wieder aufs Neue suche ich den Ausknopf. Ich suche immer einen roten Schalter wie beim Auflegen, beim Telefonieren. Aber das ist ein Kreuz. Und da muss ich jetzt drauf drücken. Das machen wir jetzt. Tschüss. Abschalten. Abschalten.